Wir sind heute mal wieder mit einer Straßenbahn unterwegs und diesmal in Oslo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir schauen erstmal auf die Karte, wo wir genau unterwegs sein werden. Wir fahren von der Stadtmitte von Dronningensgate aus bis nach Skøyen. Zum Einsatz kommt eine SL95, also das neuere Fahrzeugmodell der zwei aktuell im Betrieb befindlichen Fahrzeuge. Die SL95 stammt von Ansaldo Breda, wurde also in Italien gebaut und sie wurden zwischen 1999 und 2004 geliefert, sind also auch nicht mehr ganz neu. Deswegen werden in Zukunft dann die SL18 fahren, die sind allerdings aktuell, zu dem Zeitpunkt, als ich in Oslo unterwegs war, noch nicht in Betrieb gewesen. Somit die SL95 zu diesem Zeitpunkt das neueste Fahrzeug. Und man hat es am Anfang schon kurz gesehen, die sind wirklich sehr komfortabel ausgestattet, denn die haben gut gepolsterte, weiche und bequeme Sitze, was für Straßenbahnen ja generell sehr ungewöhnlich ist. Wir fahren jetzt einmal durch die Innenstadt von Oslo, parallel zur Haupteinkaufsstraße, und fahren dann etwas aus der Stadt raus nach Skøyen, denn in Skøyen befindet sich mein Hotel. Und ich wollte dort erstmal hinfahren, um schon mal das Gepäck loszuwerden. Die Straßenbahn in Oslo wird auch Trikken genannt. Trikken ist die Abkürzung für Elektriken und das bedeutet so viel wie die elektrische. Das ist also der Spitzname. Die Straßenbahn von Oslo hat 6 Linien und neben der Straßenbahn gibt es auch noch eine U-Bahn, Busse und S-Bahn ähnliche Lokalzüge, von denen ich euch auch noch etwas zeigen werde in späteren Videos. Hier fahren wir jetzt gerade am Schlosspark vorbei, also der Parkanlage rund um das königliche Schloss herum und verlassen damit dann auch langsam den Innenstadtbereich von Oslo. Skillebekk. Ja, hier habt ihr den Innenraum nochmal gesehen. Man kann es allein vom Video her schon erkennen. Diese Sitze sind wirklich sehr gut gepolstert und sehr bequem. Also man kann hier wirklich auch sehr angenehm auch mal ein längeres Stück mit der Straßenbahn fahren und die so zum Beispiel auch für eine kleine Stadtrundfahrt nutzen, da sie eben auch wirklich einen großen Teil der Innenstadt befahren. Sie fahren allerdings auch wirklich ein ordentliches Stück aus der Stadt heraus. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg nach Skøyen, im Westen von Oslo, westlich der Innenstadt. Und es ist auch noch lange nicht das Ende der Linie. Sie fährt auch noch weiter bis nach Bekkestua. Und dort besteht dann auch nochmal Anschluss an die U-Bahn. Ich bin aber, wie gesagt, in Skøyen ausgestiegen, um dort in mein Hotel zu gehen. Und das Besondere, ich durfte schon am frühen Morgen mein Zimmer beziehen. Es war wieder ein Scandic-Hotel. Also auch hier war ich direkt wieder total begeistert, dass ich schon vor 11 Uhr in mein Zimmer durfte. Das war es aber erstmal für dieses Video und es wird dann im nächsten Video hier von Skøyen aus auch weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Ihr seht hier, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt, in dem wir uns dann hoffentlich wiedersehen werden.